sieben Weisen, größer und schlanker auszusehen. Eine zierliche Statur hat seine Vorteile. Zum Beispiel siehst du immer jünger aus, als du bist. Doch es gibt auch einige Nachteile. Du musst deine Kleidung und Accessoires sorgfältig aussuchen, denn manche Kombinationen können deine Figur verkürzen und dessen Anmut reduzieren. Wir haben Spitzenstylisten um den Rat darüber gebeten, wie eine zierliche Statur akzentuiert werden kann, und haben ihre Empfehlungen mit der Hilfe eines tollen Models überprüft. Nun kannst du die Ergebnisse beobachten. Die neuesten Modetricks haben unser Modell weit über die Erwartungen heraus transformiert. Tops und Röcke. Um großartig auszusehen, solltest du die richtigen Proportionen beibehalten. Deine Kleiderwahl spielt hier eine entscheidende Rolle. Wenn du dein Top locker trägst, wird deine Figur um die Hälfte verkürzt, sodass dein Torso massiv und länger ausschaut, während deine Beine verkürzt werden. Es ist besser, wenn das Top in den Rock gesteckt wird, denn dies betont deine Hüfte, verlängert deine Beine und macht deine Figur schlanker und graziler. Eine weitere Option sind Crop Tops und ein Rock. Kannst du den Unterschied sehen? Gürtel und Schuhe. Wenn es um die Schuhe geht, dann können schillernde Farben und Massigkeit deine Beine viel kürzer erscheinen lassen. Wenn du Schuhe oder Sandalen mit Schnallen am Knöchel trägst, dann sollten die Gurte deiner Hautfarbe entsprechen. Vermeide auch weiße Gürtel. Ein Gürtel, der eine sichtbare horizontale Linie zeigt, lässt den Torso breiter aussehen. Vertikale Linien, ein Kleid ohne Gürtel und hellere Schuhe machen dich hingegen größer und schlanker. Vergleiche einfach diese beiden Looks. Welchen magst du am meisten? Jacke und Blazer. Zierliche Mädchen sollten keine großen oder verlängerten Jacken, Anzüge oder Blazer tragen. Diese verkürzen die Beine und lassen die Silhouette verschwommen und sperrig aussehen. Wähle Jacken und Blazer mit einem kleinen Volumen und verkürztem Schnitt, die an der Taille oder etwas darunter sitzen. Wähle deine Taschen immer sorgfältig aus. Die aktuellen modischen Einkaufstaschen lassen dein Gesamtaussehen schwerfälliger erscheinen. Die beste Option für zierliche Mädchen ist eine kleine Tasche mit einer Breite von nicht mehr als 10 bis 11 Zoll. Wenn du Rucksäcke bevorzugst, dann sollten diese klein sein und über eine saubere, geometrische Form verfügen. Strickjacken. Beachte, dass deine Strickjacken nicht zu sperrig sein oder über auffallend große Details wie beachtliche Flecktaschen haben dürfen. Lange Strickjacken sind eine einfache Lösung, um deine Größe einige Zentimeter hinzuzufügen, ohne die Hilfe von Absatzschuhen. Solche Kleidung leistet perfekte Arbeit in der Erzeugung einer ununterbrochenen, vertikalen Linie, was deine Statur sichtbar verbessert. Stimmst du zu? Kleider. Umfangreiche Kleider sehen auf großen Mädchen am besten aus. Wenn sie von Miniaturschönheiten getragen werden, dann drücken sie die Figur der tragenden Person zum Boden, verkürzen die Silhouette und insbesondere die Beine. Entscheide dich für Taille geeigneten Scheibenkleider. Diese eignen sich perfekt für zierliche Mädchen, bieten korrekte Proportionen und dehnen die Silhouette nach oben. Kontraste und Monochrome. Kontrastreiche Farben in Kleidung wie helle Tops und dunkle Unterteile teilen die Figur in Hälften, erzeugen eine horizontale Grenze, sodass deine fehlende Größe betont wird. Monochrome Kombinationen verlängern die Silhouette hingegen beachtlich. Zudem sieht helle Kleidung auch voluminöser aus. Kannst du es sehen? Der gleiche pinke Pullover sieht etwas größer aus. Jeans und Tops. Ein normales T-Shirt und Jeans könnten deine Figur in Hälften teilen. Doch ein Crop-Top ist die perfekte Wahl für Frauen mit einer kleinen Statur. Kombiniere es mit High-Waist-Jeans, um deine Beine signifikant zu verlängern. Eine weitere Auswahl ist das Tragen von Crop-Tops und Röcken. Versuche es und die Ergebnisse werden dich angenehm überraschen.
Hast du dieses Video genossen? Dann klicke den Like-Knopf unten. Vergesse nicht, dieses Video zu teilen und den Kanal zu abonnieren, sodass du immer auf der Sonnenseite des Lebens bleibst.